So, herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play und zwar diesmal Kingdom of Amalur: Reckoning. Ein sehr cooles Spiel. Ich habe es auch ziemlich geliebt, als ich es das erste Mal durchgespielt habe. Wir spielen es auf entspannt. Damit wir nicht so Stress haben. Es ist ein RPG, was an sich wirklich cool gemacht wir ist. Wir hatten uns von Anfang an getäuscht. Und erst jetzt, im zweiten Jahrzehnt des Krieges, beginnen wir zu verstehen, welche Fehler wir gemacht hatten. Wir lebten in Harmonie mit den Feien. In einer Welt voller neuer Magie. Vielleicht hätten wir vorhersehen müssen, was diese Flut mit sich bringen würde. Welche Macht erwachen könnte. Gewaltig genug, um sogar die ewigen, unveränderlichen Feien zu verderben. Doch Gatflu, der neue König des Hofs des Winters, überraschte uns alle. Er war anders als seinesgleichen. Einzigartig unter den Feien. Aggressiv, ehrgeizig, visionär. Er besaß Macht, wie wir sie nie zuvor gesehen hatten. Schrecklich und todbringend. Gatflu und seine Anhänger, die Tuatha de Yon, glaubten, im Osten unter Gatflus Kristallfestung Amethyn würde ein neuer Gott geboren werden. Und im Namen dieses Gottes zogen sie gegen die jungen Völker Amalurs in den Krieg. Gegen eine sterbliche Armee hätten wir, ungeachtet der Macht ihres Gottes, siegreich sein können. Doch die Feien sind Geschöpfe der Magie, nicht gebunden an die Gesetze von Leben und Tod. Jeder gefallene Tuatha kehrte schon bald wieder ins Leben zurück. Denn für die Feien ist der Tod ohne Bedeutung. Wie sollten wir gegen eine derartige Macht bestehen? 10 Jahre lang tobte der Krieg. 10 Jahre lang kämpften und starben die Armeen der Menschen und Alpha. Und als unsere Zahl schwand, wussten wir, dass es nur noch eine Frage der Zeit sein würde. Unser Schicksal stand fest. Zumindest glaubten wir das. Bis ihr gestorben seid. So beginnt dann unsere Geschichte. Ich werde gleich rauskriegen, was sie meinen mit, dass was wir gestorben sind. Was glaubst du, hatten wir hier? Ein Alpha? Varani? Ist vielleicht sogar ein J? Ist immer wieder spannend, nicht wahr, Guran? Konzentrier dich auf die Arbeit, Junge. Es ist egal, was es ist. Tod ist tot. Und wir sollten auch heilfroh sein, dass wir hier nichts anderes sehen. Na los, jetzt zieh schon das Laken weg. Denn was immer das hier auch sein mag, es muss in unseren Bericht. Und da fangen wir an mit unserem Charakter. wir waren natürlich ein weiblich, wir sind allerdings ein Dokalfa. Oder? Warte mal. Alchemie, Gemmschleifen, Bann. Oder Nyssava. Nee, ich nehme mal einen Dokalfa. Ich mache immer einen Dokalfa. So, dann sucht man sich noch die Göttin aus, der man folgt. Mehr Mana, mehr Leben, Volltreffer. Mana-Regeneration. Nee, ich nehme die Göttin des Schicksals. So, ich nehme sie mal als Vorgabe, aber wir können sie natürlich noch ändern. Hautmäßig auch eher sowas Helles. Augenfarbe. Ich
denn auch eher was Blaues? Ach, das ist schon kompliziert hier. Oder wir nehmen was Grünes, nehmen grüne Augen. Ich mag grüne Augen. Übelst gerne. Was haben wir noch? Olympische Farbe. Nee, halt normal. Gibt es nicht hier irgendwas Neutrales? Okay. Accessoire. Kann natürlich Schmuck nehmen, kann sie übelst zu piercen, hast du nicht gesehen. Aber das habe ich jetzt nicht unbedingt vor. Also schöne Ohrringchen. Ja, vielleicht dann doch eher das Unauffällige. Aber auf beiden Seiten, wenn dann. Ach, das doch nicht. Ja, warum nicht? Tätowieren können wir auch noch machen. Oder auch nicht. Kein, doch. Geht doch. Das schon. Hä? Geht nicht? Ja, man kann hier halt alles Mögliche machen, ja. Also. Aber. Haare wollte ich noch machen. Meine Standardfrisur war ja immer das hier. Aber ich habe mir vorgenommen, mal einen anderen Charakter zu machen, beziehungsweise halt ein bisschen anders auszusehen, als ich sonst immer aussah. Ob ich mich dann letztendlich groß... Hallo. Yo, hier. Danke. Manchmal hat es sich nicht bewegt. Das war ein bisschen merkwürdig. Haarfarbe. Aber in der Haarfarbe werde ich immer gleich bleiben. Immer mein dunkles Rot. Das passt. Ja, ich hätte gerne schwarze Augenbrauen, wenn es geht. Oder was gibt's denn noch für Farben? Naja, schwarz, ne. Ja, ich denke... Ich denke, das sollte so hinhauen. Na, ich bleib bei den zwei Dingern. Ja, lassen wir sie mal so. Fürs Erste. Na sowas. Sieht nach einer Dokalfa aus. Und sie ist ziemlich gut erhalten. Das wäre geklärt. Stell sicher, dass es auch im Bericht steht. Er will alle Details, das weißt du. Erstaunlich, wie gut der Körper erhalten ist. Das ist bislang der beste von allen. Ich bin nur froh, dass er sich nicht rührt. Muss ein richtiges Glückskind gewesen sein zu Lebzeiten. Brauchen wir sonst noch was? Sofern du nicht vorhast, ihm einen Namen zu geben, sind wir hier fertig. Schaffen wir ihn zu den anderen. Kitty! So, das war's für dich. Vielleicht läuft's beim nächsten Mal besser. Lecker. Echt, echt lecker.
Halleluja. Okay. So. Mal kurz gucken, wie das war. Okay. Ah. Aus der Dunkelheit. Okay. Ah, stimmt. Ach, F. Experimentenentsorgung. Geheimhaltung ist noch immer wichtig für unsere Arbeit. Die bedauerlichen Fehlschläge müssen sorgfältig entsorgt werden. Die sich stapelnden Altkörper in den unteren Höhlen werden zu einem Problem. Es wurde ein Brennofen bereitgestellt, um den Abfall zu entsorgen. Die Beseitigungsarbeiten dürfen dadurch etwas weniger unangenehm werden. Ja, genau, etwas weniger unangenehm werden. Wo war ich denn? Die Beseitigungsarbeiten dürfen dadurch weniger unangenehm werden. Es wird jedoch davon abgeraten, strömungsabwärts von den Aschehaufen Wasser zu trinken. Gewiss keine schöne letzte Ruhestätte für die armen Dinger, doch als Trost sei gesagt, dass sie ohnehin nicht ihren ursprünglichen Körper waren. Famos Hüsch. Okay. Gibt's nicht. Wie es aussieht. Au. Oh. Verzeihung. Rostiges Schwert. Können wir das denn jetzt schon ausrüsten? Ja, genau. Okay. So. Okay, super. Sie sind überall. Lauft! What? Also die Tuatha sind jetzt auch hier. Na super. Was ist das denn, Leckeres? Lecker Schmecker, Alter. Riesenratten. Super. Knaller. Weg mit euch! Okay. Ein bisschen sprinten. Ich glaube, hier ist eh nichts in den Kisten, deswegen kann ich mir auch sparen, die alles kaputt zu machen. Hilfe! Bitte! Irgendjemand muss mir helfen! Ich bin gleich da. Ihr dort oben! Bitte helft mir! Bitte! Mehr sterbliche Ausschau! Wie auch immer! So. Abgewehrsrüstung. Was hat er für mich? Irgendwann Gamaschen. Kalte Stiefel. Oh, danke. Ich danke euch. Also, wenn ihr nicht vorbeigekommen wärt. Augenblick. Ich habe euch schon mal gesehen. Auf der Bahre. Ihr wart tot. Es hat funktioniert. Bei den Büchern. Es hat funktioniert. Ihr lebt. Was ist mit mir geschehen? Nun ja, ihr seid gestorben. Ich weiß nicht wie und noch nicht einmal wo. Aber euer Körper wurde im Seelenquell neu erschaffen und irgendwie hat es funktioniert. Der Quell hat eure Seele wieder in euren Körper versetzt und es hat funktioniert. Wir müssen euch unverzüglich zu Professor Hughes bringen. Er wird einige Fragen an euch haben. Wer ist Hughes? Professor Fomorus Hughes. Der Seelenquell ist sein Lebenswerk. Die Tuatha dringen durch die unteren Ebenen ein. Wenn wir uns beeilen, müssten wir vor ihnen oben sein. Nehmt diese hier. Sie werden euch helfen, lange genug zu überleben, um Hughes zu erreichen. Und nun lasst uns gehen. Okay. Dankeschön. Ich kümmere mich kurz um diese... Ja, ja, mach mal. Ich muss eh erst die Rüstung hier anziehen. Oh. Die hab schon... Ja, ne? Schon ziemliche Glocken. Alter, echt? Tür. Und schon können wir los. Das. Hier entlang. Ihr geht vor. Ah doch. Manchmal ist hier nämlich Zeug drin. Geld und sowas. Nur am... Verzeihung. Sachen sammeln. So, okay, wir können los. Das ist es, worauf sie es abgesehen haben. Unsere größte Erfindung, der Seelenquell. Okay. Stellt euch das nur vor. Ein Ende des Krieges. Ein Ende des Todes.